Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hatte am Abend in Gelsenkirchen ihr Abschiedsrennen bestritten. In der Arena auf Schalke trat Neuner vor 50.000 Fans im Rahmen der World Team Challenge an. Nach 5 Runden auf Kunstschnee kam sie als Zweite ins Ziel. Vor 9 Monaten hatte die 25-Jährige offiziell ihre Karriere beendet. Mit 12 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, 2 Olympia- und 34 Weltcupsiegen ist Neuner auch international eine der erfolgreichsten Biathletinnen.